Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier irgendwo in Thüringen, Version 3.0. Ja, wir setzen unsere Arbeit fort mit Flügen. Und dann werde ich mal gleich nachher den automatischen Traktor bauen. Es gibt noch einen Traktor zum Einstellen. Den Helfer hier fürs Düngen. Denn wird man gleich vorher düngen, bevor wir, wenn wir gepflügt haben, dass wir im Prinzip gleich eine Stube drin haben. Und Feld Nummer 47. Können wir speichern. Da hatten wir einen kleinen Abschluss gehabt. Ich weiß nicht genau warum. Aber das hängt mit dem globalen Markt zusammen. Und das muss ich mal jetzt rausfinden, woran das genau liegt. Das heißt, ich werde jetzt mal keinen Abfahrer hinfahren hinschicken, wegen Mischfutter holen oder Dünger oder Saatgut dergleichen. Das muss nur sein. Ich möchte keinen Abschluss mehr erleben. Und das müssen wir schaffen. Ja, gut, hier muss mal getankt werden. Dann ein Fahrzeug nehmen müssen und dann Sprit kaufen. So, Düngen. Dann haben wir noch ein Fahrzeug hier. Denn fast alle Felder müssen gepflügt werden, bis auf eins. Ja, das ist leider so, ne? Mir wäre es ja auch lieber gewesen, wir hätten nicht pflügen müssen. Hätten uns viel Arbeit erspart. Aber ist halt so. So. Aber wir haben ja Crossplay und Autodrive. Das geht schon zwar beim Flügen nicht, aber beim Fahren und so, ne? Unterstützung. Hier sind wir fertig, hier muss ich noch ein paar Restarbeiten durchführen. Aber was wollen wir bauen? Ich will hier beim Stall was errichten, und zwar die automatische Fütterung. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber die Futtervorräte sind nicht so groß. Ob die Stelle deswegen das errichten können. Die Fütterung müsste hier eigentlich hier errichtet werden. Ich muss mal schauen, hier sind Markierungen. Da muss man ein Ding hinbauen. Dann geht es automatisch. Wenn es voll ist. So, wir haben schon ein bisschen Milch produziert, fast 20.000 Liter. Andere Kühe muss ich noch zurückholen. Immer gucken, wo ich das finde. Muss ganz ehrlich sagen, das muss ich mir mal suchen. Tierhaltung wäre eigentlich logisch, ne? Aber nicht ganz sicher. Ich schau mal durch. Nein, das ist nicht. Gut, das sieht schon mal gut aus. Das ist der Stall. Ne, das ist nicht ganz der Stall. Entschuldigung. Oh. Muss ich ganz ehrlich überlegen. Blicke ich aktuell nicht durch. Farmtier, muss ich jetzt ehrlich sagen, blicke nicht durch. Das ist für Schweine, denke ich mal, ne? Für Schweine, ja, für gute Schweine. Und das ist jetzt hier kleine, schließlich und große Stärken aus Vorratsbunker, Förderband, Gleitschiebe. Kann auch eine gegeben werden, ach so. Und der ist, ich habe die Uhr frisch gemischten präzisen Situationen, Nice Plus Edition, also. Das ist der Stall mit 2000 Tieren. Ich weiß immer nicht, ob der Stall bei uns jetzt auch so ist. Ich will ja mal schauen. Ich meine, wenn wir schon Nice Plus haben, will ich mal die Option nicht komplett. Das könnte sowas sein. Aber ich weiß es nicht. Muss wieder gedreht werden. Soll hier rein. Aber hier ist kein Vorrat, ne? Hier kann man nur reinkippen. Wäre aber ausreichend. Mischfutter haben wir ja.
Nicht, dass wir jetzt oben mal Anna angucken. Das war das. Für Schweine. Schweine haben wir ja nicht, also Kühe. Wie gesagt, oh ja, das sieht schon ein bisschen anders aus. Wir müssen das drehen. Das könnte nämlich sein. Das ist es auch. Denn hier kann man nicht die Vorräte reinkippen. So genau diesen Bereich muss drin sein. Ne? Genau so. So, erstmal am Video gesehen. Ich baue einfach mal, ne? Und das passt auch optisch dazu. Nehmen wir Tor auf. Und hier kann man es dann reinkippen. Ich hoffe, dass man da nicht groß separat machen müssen. Ne? Gut, Stroh hätten wir da. Silage müssen wir uns dann holen. Heu müsst ihr mir kaufen. Wenn kein Heu da ist, hat Pech. So, hier ist ein bisschen dort nebenan. Hier kann man sicherlich einstellen. Es ist nämlich wichtig, dass wir das jetzt mal irgendwie in den Griff kriegen, damit wir das gut hinbekommen. Ne? Und hier ist ja der, wo er reinfährt und entsprechend Futter abgibt. Gut. Ich schnapp mal einen LKW. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht hier nochmal groß losdüsen. Weil mir ist einfach der Absturz dann doch nicht ganz geheuer, ne? So, nehmen wir den ersten Traktor, da ist Dünger drin, den brauchen wir dafür nicht. Den Dünger kippen wir uns im Lager rein. Weil beim Absturz konnten wir das Menü vom globalen Markt wegen kaufen. Nun bin mir nicht ganz sicher, ob das. Nee, genau. Ob es an Dünger liegt oder Saatgut. Jedenfalls könnte an Dünger liegen. Also mit Mischfutter und mit Tor hatte ich keine Probleme gehabt. Aber das kippen wir hier rein ins Lager. Da hatte ich extra die Kurse gemacht. Weil das doch ein bisschen mühsam ist, ne, mit Testen und so. Deswegen habe ich mal offline gemacht. Damit das nicht so langweilig wird. So, das kippen wir ab. Dauert ja eine Weile. Das kann er alleine machen. Und ich werde mir jetzt mal gleich mal versuchen, Mischfutter reinzubekommen. Und wenn nicht, muss ich mir Heu kaufen im globalen Markt. Ich hoffe, dass er da ist. Ansonsten muss ich mir Heu im Dings kaufen. Im Händler. Aber ich hoffe mal, dass ich hier das Gerät bekomme. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir gleich mal Silage kaufen. Leider mal Stroh holen. Können wir auch das Lager holen oder auch von. Ne, hier gibt es das so reinkippen. Ich hoffe, dass wir nicht mit dem Radlader machen müssen. Ansonsten wäre das. Naja. Hier machen wir das hier mal weg. Brauchen wir nicht dazu. Das ist vom Autoreif. Bin mir nicht ganz sicher, ob das da sich. Reingeht. Ansonsten nur mit der Stroh. Ah, da geht nichts rein. Wäre ja auch Quatsch, ne? Man soll ja auch mischen. Gut, der geht dann nicht rein. Den ersten vielleicht? Unwahrscheinlich. Man weiß ja nie. Man muss nur gleich Stroh nehmen. Ja gut, hinter Anhänger ist angekennzeichnet, also das geht nicht. Gut, hab ich mir gedacht. Ist auch nicht mal der Schluss. Das Futter kann ich immer noch notfalls ja auch, also im Prinzip immer noch reinkippen im Gangprinzip, wo wir letzte Woche das gemacht haben. Dann holen wir uns jetzt mal gleich mal den Stroh. Und dann düsen wir los und holen uns mit einem anderen Traktor Silage.
und nach Möglichkeit Heu. Dann Stroh geht ja dann garantiert rein. Das ist ja vorgesehen. Die drei Sachen. Stroh, Silage und Heu. Dann kommt das schon dabei raus. Mischration. Hier auf der Karte hat sich im Grunde landwirtschaftlich nicht viel geändert. Was sich geändert ist die Stelle, also wie hier. Der Stallaufhof 1 ist aber auch nicht anders geworden. Glaube ich jetzt nicht. Mir nicht aufgefallen. Und ich musste den zweiten Stall nehmen. Ich hätte die Tiere nicht mehr bekommen. Und im einen Stall haben sie nicht, wollen sie nicht rein. Ging irgendwie technisch nicht. Da würde man weniger Nummern her. Versionsnummern her und so. Da war es sehr schwierig geworden. Kriegst du rein, die Kids, oder nicht? Ja, hier geht's rein. Braucht man ganz viel. Die werden wir reinkriegen, umso besser. Ansonsten müssten wir den Rest in die Lade kippen, aber das sieht ganz gut aus. Aber mit diesem Anhänger kriege ich keinen. Kein Mischfutter oder keine Silage mit hierher. Das geht irgendwie nicht. Das macht er nicht. Das will er nicht haben. Dazu brauche ich einen anderen Anhänger. Da nehmen wir uns den, wo Dünger drin war. Dann holen wir uns Silage vom globalen Markt. Wenn wir das vorher kaufen, haben wir das kein Problem. Ich habe die ganzen Gebäude, die ich verkauft habe, ordentlich gekauft. Heutrocknung, Mischfutterfabrik. Das separate hier, Fruchtzerstörung 2.0. Weil einer hat mal geschrieben im Forum, geht nicht, hier geht's. Wo ich stehen geblieben? Silage und Heu müsste ich eigentlich im globalen Markt kaufen können. Eine Silage weiß ich genau. Bei Heu bin ich öfters unsicher. Achso, die Gebäude. Ich hatte ja die ganzen Gebäude verkauft. Die Hallen, die da rumstanden, brachten ja nicht viel ein, aber wie gesagt, im Neuwert werden die ja weit teurer wie jetzt die, jo, ne? Wo sie neu bauen würde. Maschinen habe ich 1:1 übergenommen, keine verkauft, keine ergänzt. Und Tiere sind auch so geblieben. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Geld für die Silage im Prinzip aus dem Bunker gut geschrieben, weil das wollte ich nicht mehr komplett verkaufen. Das wäre ein Prozess geworden von mindestens 14 Tagen. Nur Silage verkaufen ist nicht so spannend, ne? Und im Normalfall geht ja sowas immer nebenbei. Also im Prinzip jetzt würde ich dann ein Fahrzeug fahren lassen und dann immer so nebenbei die GH befüllen und so, dass das dann wäre es nicht so aufgefallen. Und ganz vorsichtig. So, ne? Und das, ja, das dazu, ne? Ja, jetzt ist alle Mods drauf, die ich für Mais Plus brauche. Also wer das haben möchte, Castor eingeben im Forum, also beim Suchen. Auf der Homepage, da kann man es runterladen. Ob man sich da registrieren lassen muss, weiß ich nicht. Den man runterladen wird trotzdem gehen. Das ist der Originallink. Originallinks sind immer zu empfehlen. Ne? Also da ist auf jeden Fall, da ist auch die Beschreibung dazu, was man machen muss. Ne? Also was man machen muss mit neuen Karten, und man braucht einen neuen Spielstand. Das muss man machen, ne? Das ist, geht hier nicht anders wie in den ganzen Gebäude. Ansonsten, man kann sich die Maschinen relativ leicht runterholen, übernehmen. Relativ, eigentlich das leichteste normalerweise, ne? Man muss nur die eine Datei tauschen in der C-Datei. Da kann man sich tauschen, austauschen, speichern. Die alten, also den alten Spielstand vorher sichern, zur Not. Falls das schief geht. Ne? Ansonsten neuen Spielstand anlegen, die Karte starten, dann kurz darauf ja, speichern und dann entsprechend seine Tiere alle in einen Stall hatte, rüberholen. Also es ist auch relativ einfach, der Spielstand, man muss das nur einkopieren. Ne? Also, ein Tipp, weil Fat Action hat ein Video auf seiner Homepage. Separat Umzug von der Einfach zu Vierfach. Da ist es auch erklärt, wie und wo man das macht. Wenn ihr Fragen habt, einfach einen Kommentar reinschreiben. Dann werde ich da mal den Link
verlinken. Also wer das möchte, wer sehen möchte, also ich kann es, also ich traue mir das nicht zu zeigen und so, um hinterher zu sagen, das klappt dann so garantiert. Ne? Also das ist dann, wo ich dann sage, schwierig, weil so, also die Verkehrsschilder ignorieren wir jetzt ganz kurz, kommt ja keiner entgegen. Ne? Ich habe ja extra die Kurse nicht geladen, ne? Also autoreihenmäßig. War dann wieder doch zu unsicher, war wegen 5 Minuten habe ich gespielt. Absturz ist nicht interessant. So, kurz kaufen, Silage und Heu. Wenn ich Silage und Heu kriegen kann, ist gut. Wenn nicht, okay. Problem. Problem. So. Das ist ja alles, was ich mal vor langer Zeit. Heu ist kein drin. Gib eher frisch. Silage? Weiß ich nicht. GPS frisch, was ist das? Das Gras? GPS filiert müsste Silage sein. Kaufen. Ja, bestätigen. Muss dazu sagen, bei mir ist das so. Also Heu habe ich hier nicht hier. Schlecht. Ganz schlecht. So. Hackknödel wollte ich ja selber rüben. Milch, Gras, Gras, Quatsch, Stroh. Habe ich reichlich da? Das habe ich gerade gekauft. Maximal bestätigen. Was habe ich da? Kurz synchronisieren, vielleicht ist ein Fehler. Gutes raus. So, wir haben Weizen, Gerste, Hafer, Gerste, Sojabohnen, Sonnenblumen, Zuckerrüben. Ne, habe ich kein Heu drin. Oder hier Heu, hat das sein? Probieren wir, ne? Könnte ja sein. Bin mir nicht ganz sicher. So. Und wenn, ist es auch egal, in Anführungszeichen, weil dann müssen wir es beim Händler einkaufen. Ne? Nehmen wir erstmal sediert. Das funktioniert nicht. Seit 80 Minuten. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Dann seid mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen mit weiter Befüllen des Futters. Hoffe, da gespeichert. Tschüss.